So, einen wunderschönen guten Morgen wieder aus der Anatomie der Universitätsmedizin Rostock. Ja, das Seminar Neuroanatomie und die begleitenden Vorlesungen von Herrn Andresen, von Herrn Schmidt und von mir gehen dem Ende zu. Ich glaube, Ihnen hängt das Intro vielleicht auch schon ein bisschen zum Halse raus. Es war das letzte Mal, dass Sie es heute sehen. Nächste Woche für alle Rostocker Studierenden haben wir nochmal so eine intensive Vorbereitungswoche, wo Sie im Übrigen immer noch dann Ihre Jonglier-Videos schicken können, dass wir dann auf die geforderten Prozent kommen, um bei der Klausur einen Punkt zu erlassen. Ja, am 18. Mai, das wissen Sie, ist die Klausur. Ich schaue mal kurz rüber. Wir haben jetzt 140 Zuschauende. Das ist ungefähr etwas über 50%, sind eigentlich auch so die Zahlen, die wir in der realen Vorlesung hätten. Das heißt, heute haben wir jetzt die wirklich ganz Motivierten und ganz Interessierten wieder unter uns. Aber Sie können ja auch dieses Video dann danach noch online ansehen. Ja, 18. Mai, Klausur. Eine MC-Klausur, wie das Ganze ablaufen wird, wird Ihnen noch zugehen. Das haben wir gestern besprochen. Sehen Sie die Klausur nicht als Gefahr, dass Sie durchfallen, sondern sehen Sie die Klausur bitte als Meldung, als Kontrolle für Sie auch, wie effektiv, wie gut Sie gelernt haben, als Leistungskontrolle. Es geht uns bei der Klausur ganz sicher nicht darum, dass wir irgendwelche Studierende durchfallen lassen, sondern dass wir ihnen ein Feedback geben, wie effektiv sie sich auf diesen wichtigen und umfangreichen Physikumsstoff vorbereitet haben. Und ja, ich weiß, die Neuroanatomie und die Sinnesorgane sind ein sehr kompliziertes Thema. Und deswegen werden wir in der nächsten Woche dann auch noch eine Verstehe-ich-nicht-Vorlesung haben. Ich darf noch mal daran erinnern, ein paar Fragen sind eingegangen. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, und das fällt Ihnen vielleicht auch erst nächste Woche auf, wenn Sie so ganz intensiv Synapsen knüpfen, dann schicken Sie uns die Fragen und wir werden dann in dieser gesonderten Vorlesung darauf eingehen. Was ich auch schon gesagt hatte, kommenden Dienstag, ich glaube um 9 Uhr war es, Frau Professor Dr. Dr. Kaspers aus der Anatomie in Düsseldorf, dann über Zoom, gibt uns einen Einblick in die funktionelle Bildgebung des Gehirns. Ja, und gestern hatten wir auch über den Präparierkurs gesprochen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen das Konzept vorzustellen und die Sorgen ein bisschen zu nehmen. Hier und da waren die Fragen kritisch und das ist prima. Eine Frage war vielleicht nicht ganz so prima. Ich bin nicht so der große Fan davon, wenn man sich hinter der Anonymität des Internets versteckt, um dann Fragen oder Kritik aufzuweisen. Nichtsdestotrotz, ich habe noch mal in Ruhe drüber nachgedacht und ja, man muss sich jedes Mal auch selber in Frage stellen, ob denn wirklich dann die Hygienemaßnahmen eingehalten wurden und ja, als Zeichen dessen, da würde ich dann auch selber immer mehr drauf achten und ich bin der festen Überzeugung, dass Sie das auch tun. Gut, Sie werden in der nächsten Woche vor allem ein System belasten. Das ist Ihr System des Hippocampus, des Papis-Neuronenkreises, Ihr Lernsystem. Und deswegen macht eigentlich diese Vorlesung hier Sinn, dass wir die hier platzieren. Ich habe am Ende der Vorlesung, sofern es dann noch Zeit bleibt, dann noch einen kleinen Abschnitt über die endogene Schmerzhemmung. In meiner Seminargruppe habe ich das schon erklärt. Die können sich ja dann ausklinken für die anderen. Gehen wir auf das Thema nochmal dann ein. Da hat es ja letztes Mal nicht mehr ganz gereicht. Und eine Kommilitonin von Ihnen hat mir gestern noch eine E-Mail geschrieben, wie es denn jetzt mit dem Blutsystem sei, ob man das in Eigenverantwortung und Eigenstudium lernen soll oder ob es da noch eine Veranstaltung dafür gibt. Nun, von meiner Seite aus können wir gerne uns noch einmal mit dem Blutsystem beschäftigen, wenn es Ihnen hilft. Die Zeit muss sein. Ich habe es ja auch besprochen, das wäre mein Vorschlag, dass wir das dann vielleicht nach der Verstehe-ich-nicht-Vorlesung machen oder vielleicht sogar in die Verstehe-ich-nicht-Vorlesung einfließen lassen. Aber diejenige, die mir die E-Mail geschrieben hat, kann mir da auch gerne Rückmeldung geben. Wir können da auch einen neuen Termin ansetzen. So, Seminargruppe 1, Seminargruppe 9, gehen Sie sich gerne nochmal kurz einen Kaffee holen, Tee auffüllen. Ich muss mit etwas anfangen, was wir schon besprochen hatten. Im ganz idealen Fall ist dann das für die Seminargruppen 1 bis 9 eine kurze Wiederholung, was vielleicht ja auch nicht verkehrt ist. So, beginnen wir. Ich gucke noch kurz in den Chat. Wird es noch ein zweites MC-Training geben?
können wir auch machen, wenn da Bedarf ist. Warum wir nicht allzu viele Veranstaltungen anbieten, hat weniger damit zu tun, dass ich sie abhalten muss. Die Zeit muss sein. Das hat vielmehr, Herr Langer, was damit zu tun, dass wir sie auch nicht überladen möchten, weil natürlich das Eigenstudium auch Zeit braucht und auch wichtig ist. Wir können natürlich nicht das Eigenstudium ersetzen, aber wenn von Ihrer Seite aus der Wunsch da ist, dass wir noch ein zweites MC-Training machen, dann machen wir das natürlich. Und wie viele Schulklubs fehlen denn noch? Fragt der Herr Weiß. Oh, es sind schon noch ein paar. Ich habe es nicht durchgezählt, wie viel wir schon haben. Ah, gefühlt 20% vielleicht. Also die wir haben, ne? Nicht die wir noch brauchen. Wir werden sehen, was da noch kommt in medias res. Wir starten mit der Vorlesung. Ich denke, die Qualität ist in Ordnung. Wir haben heute wieder Bilder aus dem Sobota-Atlas der Anatomie des Menschen vom Elsevier Verlag, aus dem Netter-Atlas der Anatomie vom Elsevier Verlag und einige Abbildungen, ganz exzellente Abbildungen vom Herrn Frotschers Taschenatlas der Anatomie Thieme Verlag. Recht herzlichen Dank an die Verlage. Alles exzellente Lehrbücher, wo wir eine Kaufempfehlung uneingeschränkt, wie immer, aussprechen können. Wenn wir uns mit dem Lernen beschäftigen, müssen wir uns mit der synaptischen Plastizität beschäftigen. Diese Abbildung kennen Sie schon. Hier auf der linken Seite sehen Sie eine Nisselfärbung eines Neurons mit ihren Dendriten, mit ihrem Zellkörper, sehr charakteristisch in der Histologie der prominente Nukleolus, also das Kernkörperchen bei den Nervenzellen. Und dann sehen wir hier ein singuläres, solitäres Axon. Diese ganzen Punkte hier entsprechen am Ende des Tages dem rauen endoplasmatischen Retikulum, also dem Ort der Proteinbiosynthese, und zwar von Proteinen, die für den sekretorischen Weg bestimmt sind, das heißt in der Tat sekretorische Proteine, aber auch integrale Membranproteine. So, und wir sehen, dass hier in diesem Bereich im sogenannten Axon-Initialsegment wir kein raues endoplasmatisches Retikulum mehr sehen, aber wir sehen, dass hier im Bereich der Dendriten sich raues endoplasmatisches Retikulum befindet. Sprich, wir haben im Bereich der Dendriten Proteinbiosynthese, und das wirft die Frage auf, wozu? Wozu brauchen wir Proteinbiosynthese im Bereich von Dendriten? Nun, und die Antwort, auch diese Abbildung kennen Sie schon, sehen wir hier. Grundlage des Lernens, zellbiologische Grundlage des Lernens, wir werden da heute des Öfteren darauf eingehen, ist, dass sich synaptische Kontakte zwischen zwei Nervenzellen verstärken. Und verstärken können sich diese. Oh, aha, vielen, vielen Dank. So, ja, das ist mir jetzt auch noch nie passiert bei einer Live-YouTube-Vorlesung. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann erkläre ich noch mal ganz kurz die Strukturen. Ja, raues endoplasmatisches Retikulum, all das, was hier so dunkel ist, das Kernkörperchen, Nukleolus vom Zellkern, die einzelnen Dendriten und das Axon-Initialsegment frei vom rauen endoplasmatischen Retikulum. Sehr, sehr vielen Dank an Herrn Cella, an Marie. Jetzt haben wir die Folien. Ich hoffe, jetzt funktioniert das besser. Also der Chat hat ja in der Tat seine Relevanz. So, zurück. Was ist die zellbiologische Grundlage von Lernen? Die zellbiologische Grundlage ist, dass Nervenzellen sich verknüpfen, dass die synaptischen Kontakte zwischen Nervenzellen sich stärken. Und es ist wie in jeder Beziehung. Wenn Sie sich in einer Realbeziehung selten sehen, dann besteht immer die Gefahr, dass die Beziehung auseinandergeht. Wenn Sie sich aber oft sehen, jeden Tag viel machen, Kino gehen, essen gehen, an den Strand gehen, das wird ja alles vielleicht bald wieder möglich sein, dann verstärken sich die Kontakte zwischen Ihnen und die Beziehung hat eine stabile Grundlage, auch in Krisenzeiten. Und genauso ist es hier auch. Wenn zwei Nervenzellen miteinander kommunizieren, das heißt, wenn Aktionspotenziale von einer Nervenzelle auf die andere Nervenzelle weitergegeben wird, dann verändert sich die biologische Struktur der Synapse. Diese Veränderungen haben wir bereits kennengelernt. Punkt Nummer eins: Es werden postsynaptisch mehr Rezeptoren im Bereich der dendritischen Spines, der Dornen, eingebaut. Dafür brauchen wir die Proteinbiosynthese.
Wir haben eine größere Ausschüttung, mehr Neurotransmitter pro Aktionspotenzial, das ist hier in 3 dargestellt, und wir haben am Ende des Tages, und auch das hat dann mit Proteinbiosynthese zu tun, mehr synaptische Vesikel. So, das ist zellbiologische Grundlage der synaptischen Plastizität und dadurch dann auch zellbiologische Grundlage für Lernprozesse. So, das war als Warm-up. Jetzt müssen wir uns im nächsten Schritt erstmal überlegen, was ist eigentlich ein motorisches Programm? Ich gehe mal kurz hier auf diese Abbildung, einfach nochmal, dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Das hatten wir schon jetzt mehrfach durchgenommen. Wenn Sie jonglieren, dann müssen Sie erstmal wollen. Das passiert im limbischen System. Die einzelnen Komponenten werden wir heute kennenlernen. Dann wird im Assoziationskortex, der neuroanatomisch dem prämotorischen und dem supplementärmotorischen Kortex entspricht, Bewegungsprogramme aktiviert. Diese werden dann an die umgebenden Bedingungen angepasst, und zwar einerseits, indem die Impulse über die Basalganglien zum Thalamus geleitet werden oder über die Pons und dann dem Kleinhirn zugeleitet, dort modifiziert und dann auch zum Thalamus rückgeleitet werden. Und diese modifizierten Bewegungsprogramme werden dann dem motorischen Kortex, also dem Gyrus präzentralis, zugeleitet und von dort dann über den Tractus corticus spinalis bzw. Tractus corticonuclearis zur Ausführung gebracht. Nun, was sind aber eigentlich diese Bewegungsprogramme? Das ist ja eigentlich irgendwie ein sehr abstrakter Begriff und ich als Student konnte mir da sehr, sehr lange nichts drunter vorstellen. Deswegen möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel geben. Wie gesagt, Seminargruppe 1 bis 9. Sie kennen das schon. Entspannt zurücklehnen und noch einmal verinnerlichen. Wir tun jetzt mal so, als ob dieser komplexe Vorgang des Jonglierens nur von einer einzigen Bewegung abhängen würde. Wir simplifizieren die gesamte Situation. Und zwar, ich zeige das kurz auf der Webcam, wir tun jetzt mal so, als ob nur eine Flexion des Ellenbogengelenks vonnöten wäre, damit wir jonglieren können. Dem ist natürlich nicht so, extremst simplifiziert, aber um das zu verstehen, was ein motorisches Programm ist, reicht es. Wir simplifizieren weiter, sehr geehrte Studierende. Wir sagen jetzt mal, hier wäre im Übrigen mein Ellenbogengelenk, dass dieses Ellenbogengelenk von genau 3 Muskelfasern bewegt werden würde. Von einer Muskelfaser A, von einer Muskelfaser B und von einer Muskelfaser C. Nun, was unterscheidet Muskelfaser C von den beiden Muskelfasern A und B? Nun, A und B sind antagonistisch, bezogen auf ihre Gelenkbewegung zu C. Das heißt, A und B flexieren und C extendiert. Ne? Machen eine Beugung, A und B, und C eine Streckung. Was unterscheidet A und B? Das hat was mit Physik zu tun. Der Hebelarm. A, die Muskelfaser A, ist der stärkere Flexor im Vergleich zur Muskelfaser B. So, jetzt haben wir die biomechanische Grundlage für unsere Simplifizierung erschaffen. Noch einmal, wir sagen jetzt, zum Jonglieren müssen wir nur das Ellenbogengelenk flexieren und die Bewegung des Ellenbogengelenks würde doch gerade mal 3 Muskelfasern bewerkstelligt. So, Frage Nummer 1, wer sagt jetzt den Muskelfasern A, B und C, dass sie sich bewegen sollen? Nun, es handelt sich um Extremitätenmuskeln, also sind das, das wissen Sie inzwischen schon, die Alpha-Motoneurone des Rückenmarks. Alpha-Motoneuron 1 mit seinem Zellkörper im Vorderhorn des Rückenmarks nennen wir jetzt mal 1. Also wenn 1 aktiv ist, ist die Muskelfaser A aktiv. Wenn 2 aktiv ist, ist die Muskelfaser B aktiv. Und wenn 3 aktiv ist, ist die Muskelfaser C aktiv. Wer sagt jetzt meinen Alpha-Motoneuronen, dass sie aktiv werden sollen und dann die Muskelfasern aktivieren? Nun, auch das wissen Sie schon, das sind jetzt die hier in grün dargestellten grünen Neurone, die finden wir mit ihrem Zellkörper im Gyrus präzentralis und Sie wissen histologisch inzwischen sogar mehr, in der Lamina 5, in der Lamina pyramidalis interna. So, wenn diese grüne
Nervenzelle aktiv ist, aktiviert sich diese Nervenzelle im Vorderhorn des Rückenmarks und die Muskelfaser A kontrahiert sich. Wenn diese grüne Nervenzelle aktiv ist, aktiviert diese wieder das Alpha-Motoneuron 2 und die Muskelfaser B kontrahiert sich. Und wenn diese Nervenzelle aktiv ist, ich weiß, das wird jetzt schon langweilig, ist das dritte Alpha-Motoneuron aktiv und es kommt zur Streckung im Ellenbogengelenk. So, um das hier in Einklang zu bringen, diese grünen Nervenzellen wären hier und diese blauen Nervenzellen wären hier unten im Rückenmark und die Muskulatur ist jetzt in diesem Schema tatsächlich gar nicht da. So, jetzt haben wir aber eine Frage, die jetzt eins weitergeht. Wer sagt denn jetzt eigentlich hier diesen grünen Nervenzellen, dass die aktiv werden sollen? Und da ist die Antwort das motorische Programm. Nervenzellen im prämotorischen und supplementärmotorischen Kortex. Aber motorisches Lernen ist ja ein Trial and Error. Diejenigen, die das geschafft haben oder noch probieren zu jonglieren, die werden gemerkt haben, ja, das klappt halt am Anfang überhaupt nicht so gut. Man muss dafür erst ein motorisches Programm erlernen. Und was passiert jetzt eigentlich, während sich ein solches motorisches Programm ausbildet? Nun, wir dürfen uns vorstellen, dass es so funktioniert, dass ich jetzt zum einen mal einfach ausprobiere, was passiert, wenn. Beispielsweise hier im Assoziationskortex sagt jetzt die Masternervenzelle, ja, ich aktiviere jetzt mal die Muskelfaser A, indem ich hier dieses Neuron aktiviere und dann das erste Alpha-Motoneuron aktiv wird. So, was wäre die Funktion? Was würde passieren? Na, beispielsweise das hier. Zack. Ich habe zwar eine Flexion, aber die ist viel zu stark. Ja. Diese Bewegung, das heißt das singuläre Aktivieren von diesem grünen Neuron, was dann zur Aktivierung vom ersten Alpha-Motoneuron führt, das ist offensichtlich nicht dienlich im Sinne des Gesamtbewegungsprogrammes. Diese Verknüpfung wird nicht verfestigt, nicht immer wieder aktiviert und verliert sich wieder. Dann probiert mein System was Zweites aus. Dann sagt also diese Nervenzelle hier im Assoziationskortex, naja, wenn das zu viel war, dann aktiviere ich jetzt eben halt sowohl dieses Alpha-Motoneuron als auch dieses Alpha-Motoneuron. Also das hier ist natürlich falsch. Hier müsste dieser gelbe Strich müsste hier auf dieses, ne? Das wird nicht direkt aktiviert. So, was passiert dann? Dann passiert vielleicht sowas. Bewegung ist zu schwach. Warum? Naja, weil jetzt der Agonist und der Antagonist gleichzeitig aktiviert werden. Auch das ist keine im Sinne der richtigen motorisch dienliche Verbindung. Auch dieser synaptische Kontakt verfestigt sich nicht. Auch dieser löst sich wieder. Und dann entscheidet, jetzt passt wieder alles, dieses Neuron, naja, jetzt aktiviere ich eben halt mal nur dieses grüne Motoneuron, damit sich das zweite Alpha-Motoneuron und damit nur die Muskelfaser B aktiviert. Und dann sieht das so aus. So, jetzt passt's. Ja? Jetzt haben wir die richtige Motorneuron-Kombination gefunden, um ein flüssiges Bewegungsprogramm zu initialisieren. All diejenigen von Ihnen, die jonglieren können, die können sich bestimmt auch erinnern, wo sie das erste Mal es geschafft haben. Dann war das ja jetzt nicht so, dass sie es geschafft haben mit drei Bällen und sagen, so, das war's, ich höre auf dem Gipfel meiner Jongliertätigkeit, sondern sie waren motiviert. Ja. Das limbische System hat sie dazu angetrieben, dass sie es immer weiter probieren und dadurch hat sich jetzt dieser synaptische Kontakt verfestigt über die am Eingang erwähnten Mechanismen der synaptischen Plastizität. So, ich habe es jetzt runtergebrochen. Selbstverständlich brauchen wir zum Jonglieren mehr als nur die Flexion und Extension im Ellenbogengelenk. Wir brauchen eine adäquate Halte- und Stützmotorik. Wir brauchen eine adäquate Aktivierung auch unseres Schultergelenks. Wir brauchen eine adäquate Aktivierung unserer Kopfgelenke. Wir brauchen eine adäquate Aktivierung unserer kurzen Handmuskeln. Selbstverständlich bewegt ein Ellenbogengelenk nicht nur drei Muskelfasern, sondern das sind viele tausende Muskelfasern dafür verantwortlich.
Selbstverständlich brauchen wir nicht nur drei Alpha-Motoneurone im Bereich des Ellenbogengelenks, viel, viel mehr. Selbstverständlich brauchen wir nicht nur drei Neurone im Gyrus präzentralis und selbstverständlich auch nicht nur ein Neuron hier im Assoziationskortex. Also das sind viel, viel mehr Neurone, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Im Bereich des Assoziationskortex sitzen, ich nenne es jetzt mal Masterneurone, die genau wissen, welche Nervenzellen im Gyrus präzentralis muss ich aktivieren, damit am Ende des Tages eine flüssige, zielgerichtete Bewegung initiiert wird. Und das ist ein motorisches Programm. Und ich hoffe, jetzt können Sie sich ein bisschen vorstellen, auch wie motorisches Lernen funktioniert. Im Broca-Zentrum sitzen auch solche Nervenzellen. Und die wissen, welche Muskeln am Ende des Tages, welche Muskelfasern im Mund-Rachen-Bereich und im Lippenbereich aktiviert werden können, damit ich ein flüssiges, sauberes, deutliches Wort sprechen kann. Und wenn im Zuge einer Broca-Aphasie, einer motorischen Aphasie, diese Masterneurone zugrunde gehen, dann geht eben dieses motorische Programm verloren und ich habe dann Schwierigkeiten mit der motorischen Expression. So, nachdem wir nun jetzt hoffentlich verstanden haben, was ein motorisches Programm ist, müssen wir uns, heute geht es ja eigentlich um Anatomie des Lernens, wo das motorische Lernen nur eine ganz, ganz kleine Komponente ist, die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Erinnerung? Ich zeige Ihnen hier eine Abbildung, die ist ein bisschen verschwommen im wahrsten Sinne des Wortes, aus einem Thailand-Urlaub, wo wir mal waren, meine Frau und ich, und da haben wir einen Tauchkurs gemacht und das ist jetzt gerade ein Bild, wo wir so von hinten reinspringen, uns ins Wasser reinfallen lassen. So, und an diesen Moment erinnere ich mich. Aber was ist eigentlich die Erinnerung? Nun, ich erinnere mich wahrscheinlich ein bisschen an die Geräusche, die es gab, als ich ins Wasser reingeplatscht bin und dann auch unter Wasser war mit diesen Wasserbläschen und den ganz komischen Geräuschen, die wir an Luft nicht so gut kennen. Ich erinnere mich an die vielen Sinneseindrücke der Bilder, die Fische und auch die Wasserblasen, die ich gesehen habe, also auch ein visueller Input gehört zur Erinnerung. Diejenigen, wo schon getaucht haben, die wissen, man wird nicht tauchen können, ohne dass man ein bisschen Salzwasser auch mal in den Mund bekommt. Das heißt, dieser Geruch, dieser Geschmack des Salzwassers, an den erinnere ich mich wahrscheinlich auch. Und natürlich hat es auch ein bisschen wehgetan. Hinten auf meinem Rücken war dann die Sauerstoffflasche und das hat dann so ein bisschen den Rücken gedrückt. Das heißt, was ist Erinnerung? Erinnerung sind verfestigte synaptische Kontakte, ganz ähnlich wie beim motorischen Lernen, die verschiedene Sinneszentren ansteuern. Das heißt, unser Masterneuron beim motorischen Lernen würde sich jetzt nicht mit Neuronen hier im Bereich des motorischen Kortex verknüpfen, sondern diese Masterneurone hätten also ein paar Kontakte zum primär auditiven Kortex im Bereich der hessischen Querbindungen, zum primären visuellen Kortex im Bereich des Sulcus calcareus des Okzipitallappens, dann zum primären gustatorischen Kortex beispielsweise in der Inselrinde und dann auch zu verschiedenen Arealen des Gyrus postzentralis für die Mechanostimulation. Und wenn dann dieses Masterneuron hier aktiv wird, dann habe ich eine Erinnerung. So, ich hoffe, mit dieser kurzen Einführung ist Ihnen dieser sehr abstrakte Begriff des Erinnerns bzw. der Erinnerung jetzt ein bisschen entabstraktiert und Sie können sich ein bisschen was darunter vorstellen. Jetzt aber wirklich in medias res, Thema heute, Anatomie des Lernens und ich habe es mehrfach erwähnt, da müssen wir am limbischen System vorbeischauen. Frage Nummer 1, was bedeutet der Begriff limbisches System? Nun, das ist ein streng neuroanatomischer Begriff. Ganz ähnlich wird der Begriff Formatio Reticularis. Sie erinnern sich, Formatio Reticularis beschreibt einzelne Nervenzellformationen, die im Hirnstamm scheinbar diffus verteilt sind, netzartig zusammenhängen. Dadurch der neuroanatomische Begriff Formatio Reticularis. Auch das limbische System ist eigentlich
neuroanatomischer Begriff, und beschreibt verschiedene Hirnstrukturen, die sich wie ein Limbus, wie ein Saum, wie eine Umrandung um das Diencephalon legen. Diese sind Hippocampus, Gyrus, Parahippocampanis, Fimbria, Hippocampi, Fornix, Corpora, Mammillaria, Teile des Thalamus, Gyrus cinguli, beziehungsweise das Cingulum, Amygdala und Septumregion. So, diese verschiedenen neuroanatomischen Strukturen legen sich wie ein Saum um das Diencephalon und werden dann zum limbischen System zusammengefasst. Die Amygdala haben wir schon kennengelernt als Struktur, die Angst vermittelt. Sie erinnern sich an die Patientin aus Tübingen, die mehrfach über die Straße ist, einen Autounfall hatte, irgendwie aber das Auto von rechts zwar gesehen hat, aber die Verknüpfung mit Angst nicht funktioniert hat und die schlussendlich im MRT dann eine kleine Läsion in der Amygdala hatte. Also Amygdala wichtig für Angstdetektion und entsprechende Einleitung von Körperreaktionen. Die Septumregion bzw. der Nucleus accumbens, der drumherum liegt, haben wir auch als limbische Systemkomponente kennengelernt. Wichtig als Belohnungszentrum, dopaminerg vermittelt, beziehungsweise dann, wenn es überaktiviert wird, als pathologisches Zentrum für Suchtverhalten. Deswegen auf diese beiden Regionen möchte ich jetzt heute nicht mehr genaueres eingehen. Wir fokussieren uns heute auf den Hippocampus beziehungsweise auf die Hippocampus-Formation. Und ganz oft, wenn wir uns den Hippocampus betrachten, dann betrachten wir uns den Hippocampus im histologischen Bild. Warum gehe ich da jetzt hin und her? Nun, wir werden einerseits den Hippocampus histologisch heute sehen, andererseits makroskopisch. Und das ist die große Herausforderung meines Erachtens der heutigen Vorlesung, dass wir den makroskopischen Hippocampus mit dem mikroskopischen Hippocampus in Einklang bringen. Dass also das, was Sie makroskopisch sehen, Sie dann mikroskopisch auch interpretieren können. Sondern das machen wir heute und deswegen springen wir hin und her zwischen mikroskopischen und makroskopischen Abbildungen. Wir beginnen aber mit der topografischen Betrachtung, wo liegt eigentlich der Hippocampus? Nun, das sind diese erwähnten Abbildungen aus dem Taschenatlas für Anatomie vom Herrn Kollegen Frotscher. Sehr schöne Abbildungen, weil sie die makroskopische Lage des Hippocampus schön verdeutlichen. Ich möchte die Abbildung kurz erklären. Fange ich mit dieser Abbildung an, die ist, glaube ich, aus dem Prometheus Verlag. Wir sehen hier, kennen wir schon, die inneren Liquorräume, Sie erinnern sich, den linken Seitenventrikel, der rechte Seitenventrikel ist in der Ebene, dann Foramen interventriculare Monroe, der dritte Seitenventrikel, das Aquädukt und der dritte Ventrikel, das Aquädukt und dann der rhomboenzephale vierte Ventrikel. Und auch da erinnern Sie sich vielleicht noch dran, die Seitenventrikel sind dem Telencephalon zugeordnet. Wenn wir uns auf die Suche nach dem Hippocampus machen, dann müssen wir im Bereich dieses unteren Anteils, des Cornutemporale, der Seitenventrikel suchen. Ja, der Hippocampus liegt im Temporallappen und zwar relativ weit medial, im medialen Teil des Temporallappens. Gehen runter, schauen uns diese Abbildung hier oben an. Nun, was zeigt diese Abbildung? Die zeigt die gesamte rechte Hirnhälfte und von der linken Hirnhälfte nur den Hippocampus, beziehungsweise die Hippocampus-Formation. Ja, kann man sich vorstellen? Das gesamte rechte Hirn ist da und vom linken ist eigentlich jetzt nur hier der Hippocampus. So, was sehen wir da? Wir sehen hier den Hippocampus und wir sehen, dass der Hippocampus hier irgendwie in Verbindung steht mit dem Dach des dritten Ventrikels. Das haben wir schon kennengelernt als Fornix. Und wir sehen auch, dass dieser Fasertrakt Fornix dann ausläuft hier in dieser mit sieben gekennzeichneten Auftreibung, den Corpora Mammillaria. Also die erste wichtige Message heute: Der Hippocampus steht über Fornix mit den Corpora Mammillaria zusammen oder hängt zusammen in Verbindung. Ja, wir sehen auch hier angedeutet, dass
der Hippocampus mit diesem Fasertrakt irgendwie in Verbindung steht, ja, mit dem Corpus callosum, beziehungsweise mit dem Teil, der über dem Corpus callosum liegt, mit dem Gyrus cinguli, beziehungsweise mit der weißen Substanz des Gyrus cinguli, mit dem Cingulum. Das sieht man hier wunderschön. Der Hippocampus kommuniziert also mit einem weiteren Teil des limbischen Systems. Ja, Gyrus cinguli ist ja Teil des limbischen Systems hier, was man sehr schön sehen kann. So, dritte Abbildung. Ja, das ist jetzt ein Horizontalschnitt, wurde dargelegt und der linke Seitenventrikel durch diesen Horizontalschnitt eröffnet. Hier wäre rostral, also vorne, hier wäre okzipital hinten. So, und jetzt sehen wir hier den Hippocampus und sehen, dass der Hippocampus von vielen Strukturen nach medial hin flankiert wird. Nach lateral, auch das ist wichtig, nach lateral wölbt er sich hier in das Lumen des linken Seitenventrikels rein. Ja, das ist also wichtig, dass man das hier sieht. Der Hippocampus bildet quasi ein bisschen die mediale Wand des konotemporale hier des Seitenventrikels. So, was sind das nun von Strukturen, die nach medial dem Hippocampus folgen? Nun, die wichtigste hier wäre mit 11 gekennzeichnet, ja, ich glaube, das ist 11, ein Gyrus, der neben dem Hippocampus liegt. Gyrus parahippocampalis. Wir sehen diese Struktur aber gleich des Öfteren. So, zusammenfassend, was ist für diese Abbildung wichtig? Sie haben die ja auf StudIP und können sich das dann in Ruhe nochmal anschauen. Erstens, der Hippocampus liegt im Bereich des medialen Temporallappens und zwar dort im Unterhorn. Zweitens, er bildet eine wichtige Grenzstruktur oder eine wichtige mediale Wand des Konotemporale des Seitenventrikels. Und drittens, Hippocampus steht einerseits mit dem Gyrus cinguli über das Cingulum in Verbindung und andererseits über Fornix mit den Corpora mammillaria. So, haben wir die erste topografische Abbildung schon erfolgreich hinter uns gebracht. Jetzt kommt hier ein Frontalschnitt dazu, und zwar ist dieser Frontalschnitt ja, ungefähr hier angelegt. Hier, beziehungsweise hier. Das heißt, wir schneiden durch das Lumen des Seitenventrikels und durch den Hippocampus. Das ist die Frage, wo finden wir jetzt den Hippocampus im Koronarschnitt? Auch dafür gehe ich ein bisschen ins Präparat rein. Corpus callosum, Seitenventrikel, Septum pellucidum, sich öffnender dritter Ventrikel, Corpora mammillaria. Ja, und wenn wir jetzt hier links rüber gehen, da sieht man sehr, sehr schön, hier sieht man es nur so ein bisschen. Hier wäre, ich gehe zurück, damit Sie es topografisch auch wirklich verinnern, hier wäre jetzt dieser Teil des Conotemporale der Seitenventrikel. Ja, das wäre hier. Sie sehen hier wunderschön das Lumen und Sie sehen auch wunderschön, wie sich die Hippocampusformation von medial in das Lumen des Seitenventrikels hineinwölbt. Das heißt, in der Tat, so wie ich es gerade auch schon erklärt hatte, der Hippocampus bildet die mediale Wand des Konotemporale der Seitenventrikel. Hier sieht man dann auch den Hippocampus sehr schön. Das Lumen ist hier ein bisschen verstrichen, aber prinzipiell entspricht sich dem allem. So, wir wechseln die nächste topografische Sichtweise. Jetzt von basal. Kurz ein bisschen zur Orientierung. Wir haben hier in diesem Bereich den Gyrus temporalis inferior. Es folgt dann hier ein etwas lateral gelegener Gyrus occipitotemporalis lateralis. Der wird hier nach medial dann vervollständigt vom Gyrus occipitotemporalis medialis. Und hier mit dem orangen Pfeil markiert und dadurch wichtig, auf der anderen Seite wäre das hier, der Gyrus parahippocampalis. Und wenn wir hier reingehen, dann läuft hier der Gyrus parahippocampalis, das sieht man hier auf der anderen Seite auch, mit so einem Haken aus, mit dem Uncus. So,
Gyrus parahippocampalis sollten Sie also auch in der basalen Sichtweise erkennen. Nächstes Bild. Was sehen wir jetzt hier? Hier sehen wir jetzt Teile dann des Gehirns abpräpariert, sodass wir jetzt hier sehr schön Einblick bekommen auf den Hirnstamm, auch auf die Corpora mammillaria. Wir haben hier das Chiasma opticum mit dem Tractus opticus, der sich im Bereich des Corpus geniculatum dann schlussendlich dann verliert. So, worauf kommt es uns hier an? Hier die Substantia nigra im Übrigen. Nun, hier sehen wir wieder sehr schön den Uncus, ja, den Gyrus parahippocampalis, ja, der hier vorne im Uncus ausläuft. Und wir sehen hier, wenn wir uns das genau anschauen, dass hier die Oberfläche des Hippocampus, ja, dass hier die Oberfläche des Hippocampus so gezähnt erscheint. Und diese gezähnte Struktur nennen wir Fascia dentata, werden wir aber gleich dann nochmal sehen. So, hier ein bisschen tiefer rein, noch einmal zur Orientierung, Chiasma opticum, Tractus opticus, Corpora mammillaria und dann hier eben der Gyrus parahippocampalis, hier ist es die Schnittkante, Uncus, ja, und dann jetzt hier der Gyrus dentatus, also ein gezahnter Gyrus, daher die Namensgebung, weil er eben so gezahnt ist, und die Oberfläche des Gyrus dentatus heißt Fascia dentata. Wie gesagt, wir sind immer noch in einer rein topografischen Betrachtungsweise. Ich möchte Sie ein bisschen so dafür sensibilisieren, welche Strukturen in der Topografie vom Hippocampus wichtig sind und die stellen sich eben in den verschiedenen Schnittweisen und Sichtweisen unterschiedlich dar. So, jetzt geht es ein bisschen mehr ins Eingemachte. Und zwar betrachten wir uns jetzt wieder diese Abbildung, die wir schon kennen. Einmal Hippocampus dargestellt auf der linken Seite bei Erhalt der kompletten rechten Hirnhälfte. Hier einmal die horizontale Sichtweise. Nun, der Hippocampus läuft nach Rostral, das sieht man hier und hier, in einer tatzenartigen Struktur aus. Wir nennen diese tatzenartige Struktur hier Pes Hippocampi mit einzelnen Fingern mit Digitationen. Okay. Nach hinten hat er diese Auftreibungen nicht, deswegen wird nur dieser vordere Teil als Pes Hippocampi mit Digitation bezeichnet. Dann läuft der Hippocampus hier als Faserstruktur weiter, das wäre jetzt dieser Teil hier, geht dann in den Fornix über und zieht zu den Corpora mammillaria. Also dieser Teil wäre dieser Teil hier, das ist die Fimbria Hippocampi. Das heißt, was hier mit 5 gekennzeichnet ist, die Fimbria Hippocampi ist quasi dann die Anfangsstruktur, die sich dann als Fornix zu den Corpora mammillaria weitersetzt. So, Corpora mammillaria hatten wir, Entschuldigung, hatten wir hier gesehen, ja, hier Corpora mammillaria. So, dann noch einmal dieser Teil hier, also wenn wir uns vom eigentlichen Hippocampus dann nach medial bewegen, dann kommt zuerst hier mit 5 gezeigt die Fimbria und dann noch eins weiter medial, kommt dann ein Gyrus, der ebenso gezähnt erscheint. So, und das ist der Gyrus dentatus und wie bereits erwähnt, die Oberfläche wird Fascia dentata, gezähnte Oberfläche genannt. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter nach medial gehen, dann kommt der Gyrus parahippocampalis, benannt, weil er eben neben der Hippocampus-Formation sitzt. So, jetzt muss ich vielleicht kurz ein bisschen für Klarheit sorgen, bevor wir weitergehen. Ich warf gerade Begriffe durcheinander, und zwar sage ich manchmal Hippocampus und manchmal Hippocampus-Formation. So, wenn wir vom eigentlichen Hippocampus sprechen, das wäre im Englischen Hippocampus proper, dann meinen wir eigentlich nur diesen Teil hier. Also Pes Hippocampi mit seinen Digitationen, die sich dann im Fornix, als Fimbria Hippocampi in den Fornix fortsetzen. Alle weiteren Strukturen, wie beispielsweise hier der Gyrus dentatus, und auch der Gyrus parahippocampalis, die funktional, werden wir gleich sehen, mit dem Hippocampus zusammenhängen,
Wenn wir die benennen möchten, dann fassen wir alles zusammen als Hippocampus-Formation. Deswegen werde ich ab jetzt nur noch Hippocampus-Formation sagen und meine damit den eigentlichen Hippocampus mit den angrenzenden Strukturen, insbesondere den Gyrus dentatus und den Gyrus parahippocampalis. Gut. So, jetzt wird es topografisch anspruchsvoller. Deswegen einen kleinen Schluck nochmal. Ich gehe nochmal zurück. Ich hatte gesagt, so wird Ihnen der Hippocampus histologisch ganz oft gezeigt und dann auch, wenn Sie die Verschaltung lernen. Und ich gehe jetzt zurück. Jetzt müssen wir dieses histologische Bild mit dem makroskopischen Bild zusammenlegen. So, was wurde jetzt gemacht? Sie stellen sich bitte vor, dass wir jetzt von frontal hier einmal durchschneiden und dann von hinten auf die Schnittkante schauen. Ja, wir schneiden hier durch und schauen dann auf die Schnittkante. Was hier rechts im Bild ist, ist medial. Das ist auch hier rechts im Bild. Was hier links im Bild ist, ist lateral, also ist hier dem Lumen des Seitenventrikels zugewandt. Das ist auch hier auf der linken Seite. Ja, gut, beginnen wir mit dieser Struktur. Wir arbeiten uns jetzt von medial nach lateral durch. Wir beginnen mit dieser Struktur, haben wir bereits kennengelernt, Gyrus parahippocampalis. Easy peasy, Gyrus parahippocampalis ist hier. So, dann geht es hier einmal in die Tiefe und dann kommt hier so eine Erhebung. Ja, hier geht es einmal in die Tiefe, dann kommt diese Erhebung. Das wäre jetzt hier mit 10 gekennzeichnet, Gyrus dentatus mit der Fascia dentata. Das heißt, dieser Teil hier entspricht im histologischen Bild diesem Teil hier. Gyrus dentatus bzw. Oberfläche Fascia dentata. Wir gehen noch eins weiter nach lateral. Jetzt kommt hier dieser Fasertrakt, der vom Hippocampus seinen Ursprung nimmt und dann zum Pharynx wird. Die Fimbria hippocampi, hier mit 5 gekennzeichnet, wäre das hier. Ja. Und dann kommen wir hier zur Oberfläche des eigentlichen Hippocampus. Das wäre in dem Bild hier das hier. Und dieser Teil nennen wir, werden wir dann nachher gleich sehen, Cornu ammonis. So, wenn wir dann jetzt von hier noch eins weiter nach lateral gehen, dann fallen wir ins Lumen des Seitenventrikels und da finden wir hier mit 15 gekennzeichnet dann auch Plexus choroideus. So, ich mache es nochmal, auch wenn Sie es sich im Video zweimal anschauen können, ich möchte es trotzdem nochmal durchgehen. Wir kommen von medial, arbeiten uns nach lateral durch, das wäre dann einmal hier 11 Gyrus parahippocampalis, dann geriffelte Oberfläche Fascia dentata, Gyrus dentatus, dann mit 5 gekennzeichnet Fimbria hippocampi, Ausgangsstruktur des Hippocampus. Dann hier Oberfläche des eigentlichen Hippocampus. Dann Lumen des Seitenventrikels mit dem Plexus choroideus. So, was ist eigentlich das hier mit 14? Da steht jetzt Tractus opticus. Tractus opticus. Irgendwie scheint der Tractus opticus eine topografische Nähe zu haben zum Hippocampus. So, das ist jetzt wirklich extrem schwer sich topografisch vorzustellen, dafür brauchen wir die MRT. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Ich hoffe, Sie sehen das Ganze einigermaßen. Wir haben hier einen Koronarschnitt, eine koronare Sichtweise durch das Gehirn und können jetzt hier durchgehen. Ich gehe mal ganz nach Rostral. So, Sie sehen hier, Entschuldigung, so sehen hier die Augenbulbi mit den verschiedenen Augenmuskeln. Ja. So, und jetzt bewegen wir uns langsam nach Okzipital. Das erste, was ich, hier kommt der Temporallappen, ja, hier kommt der Temporallappen in Erscheinung. So, und hier sollten Sie jetzt die beiden Nervi Optici sehen. Ja, hier ist er gut dargestellt, ja. Die vereinigen sich jetzt, Moment, hier sieht man sie ganz schön, die beiden Nervi Optici, ne, der linken Seite und der rechten Seite. Die vereinigen sich jetzt hier im Chiasma Opticum, direkt drunter. Ist die Hypophyse mit ihrem Hypophysen Vorderlappen und Hinterlappen. So, wir gehen weiter.
Jetzt nochmal, ne? Chiasma opticum. Jetzt trennen sich die beiden Fasertrakte wieder und werden zum Tractus opticus. Und der Tractus opticus zieht jetzt zum Corpus geniculatum laterale rüber. So, und jetzt hier. Hier ist der Tractus opticus. Und hier sehen wir jetzt die Hippocampus-Formation. Die wird jetzt gleich noch ein bisschen deutlicher. Ja, so, hier, ja, Hippocampus. So, und in der Tat, wenn wir das Ganze wieder zurückverfolgen, in der Tat sieht man jetzt hier im MRT sehr schön die topografische Nähe des Tractus opticus zur Hippocampus-Formation. So, wir gehen wieder zurück. Nur falls sich jemand fragt, wie kommt diese 14 hier zustande, die topografische Nähe vom Tractus opticus zur Hippocampus-Formation. Wenn das jetzt zu schnell war, schauen Sie sich's nochmal in aller Ruhe am MRT-Player an. So, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Also nicht mit der Vorlesung, aber mit der topografischen Betrachtung des Hippocampus. Ich weiß, das ist kein ganz einfaches Thema. Schauen Sie sich noch mal in Ruhe an und vergegen. Am besten immer mit diesen beiden Abbildungen, weil da wird relativ schön deutlich, wie die makroskopische Anatomie mit der mikroskopischen Anatomie in Einklang zu bringen ist. So, das war's zur makroskopischen. Jetzt gehen wir zu einer histologischen Betrachtungsweise. Auch da kommt vielleicht dem einen oder dem anderen das Ganze ein bisschen bekannt vor. Wir hatten gesagt, ich möchte es trotzdem nochmal aufgreifen, dass wir den histologischen Kortex unterteilen können in einen sechsschichtigen Kortex, den wir hier sehen, mit seinen sechs verschiedenen Schichten. Nochmal zur Repetition. In der Lamina 4, in der Lamina granularis interna, münden die Afferenzen. Deswegen ist er in allen afferenten, sensiblen, sensorischen, kortikalen Arealen gut ausgebildet, wird granulärer Kortex genannt. Hier in der Lamina 5, in der Lamina pyramidalis interna, entstehen oder entspringen die großen absteigenden Burn-Systeme, wie beispielsweise der Tractus corticus spinalis, Tractus corticus nuclearis, und wird dem granulären Kortex als agranulärer Kortex gegenübergestellt. Alle kortikalen Areale, die diesen typischen sechsschichtigen Aufbau haben, nennen wir homotypisch bzw. Isokortex, und alle telencephalen kortikalen Arealen, die eben nicht diesen typischen sechsschichtigen Aufbau haben, stellen wir dem Isokortex als Allokortex bzw. dem homotypischen als heterotypischen Kortex gegenüber. Das war die histologische Einteilung. Wir haben es heute mit Allokortex zu tun. Ja? Also wenn wir uns mit der Histologie des Hippocampus beschäftigen, beziehungsweise mit der Histologie der Hippocampus-Formation, dann ist dieser heterotypisch allokortikal. Sprich, wir erwarten alles, aber nicht diesen klassischen sechsschichtigen Aufbau des Neokortex. Nun, wir können den Kortex auch entwicklungsgeschichtlich betrachten. Da gibt es High-End-kortikale Areale, die am weitesten evolutionär ausgebildet sind. Wir sprechen vom Neokortex. Das sind zum Beispiel alle homotypischen Areale. Ne? Gyrus präzentralis, postzentralis, hessische Querwindungen, etc. etc. sind alle neokortikal. Es gibt ganz, ganz alte Gebiete, wie beispielsweise der Riechkortex. Der ist bei uns Menschen sogar zurückgebildet im Vergleich zu beispielsweise Schweinen oder Hunden. Das wäre der Paläokortex und eben als Beispiel das Rhinencephalon, das Riechhirn. Und es gibt kortikalen Areale, die sind so ein bisschen dazwischen. Ja, die sind nicht ganz neu und nicht ganz alt. Und die bezeichnen wir als Archikortex. Und zum Archikortex gehört beispielsweise das limbische System und darunter dann eben der Hippocampus mit seiner Hippocampus-Formation. Also wir befinden uns heute im Allokortex bzw. entwicklungsgeschichtlich im Archikortex. So. Histologische Betrachtung. Zuerst werden wir uns mit den Begriffen beschäftigen und dann im zweiten Schritt dann mit der Funktionalität. Das heißt, vielleicht müssen Sie die Begriffe dann zweimal anschauen, dass Sie das Ganze dann auch verstehen. Also wir beginnen zur Orientierung. Hier wäre lateral, hier wäre medial. Das heißt, es ist jetzt gedreht
zu der Folgenabbildung. Wenn hier medial ist, dann würden wir, ich gehe nochmal zurück, ja, medial, wo haben wir das schön gesehen? Hier, ne, hier wäre medial, das heißt, immer eine gute Orientierung ist der Gyrus parahypokampalis. Ja, da, wo der Gyrus parahypokampalis ist, da ist medial. So, wir gehen zurück. Ja. Medial wäre hier, also ist das hier mit 7 gekennzeichnet, der Gyrus parahypokampalis. Und diese Region hat einen zweiten Namen, nämlich Regio entorhinalis. Also wenn wir vom Regio entorhinalis sprechen, dann meinen wir eigentlich die Gebiete des Gyrus parahypokampalis, hier mit 7 gekennzeichnet. So, jetzt arbeiten wir uns durch. Von 7 kommt dann hier mit 5 gekennzeichnet der Gyrus dentatus. Ja, Gyrus parahypokampalis, Gyrus dentatus und dazwischen gibt es einen Sulcus, gibt es eine Furche. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, mit 6 gekennzeichnet Sulcus hypocampi. Ja, Sulcus hypocampi trennt also den Gyrus parahypokampalis vom Gyrus dentatus. Dann geht es weiter hier mit 9 Fimbria hypocampi, ja, die Ausgangsstruktur, die dann zum Fornix wird. Und auch da gibt es jetzt wieder einen Sulcus zwischen Gyrus dentatus und zwischen Fimbria hypocampi. Dieser Sulcus heißt studentenfreundlich Sulcus fimbriodentatus. Ja, also Sulcus fimbriodentatus unterteilt den Gyrus dentatus mit seiner Fascia dentata von der schlussendlich Fimbria hypocampi. So, dann geht es hier rüber, ja, und dann haben wir hier mit 2 gekennzeichnet den eigentlichen Hippocampus Cornu ammonis. Ich komme gleich zu der Begrifflichkeit Cornu ammonis. Ja, das wäre also dieser Teil hier. Und ganz außen an der Cornu ammonis, da beginnt eigentlich die Ausfuhrbahn des Hippocampus. Das heißt, das hier wäre weiße Substanz, hier verlaufen Fasertrakte, die dann zur Fimbria werden und zur Fornix. Und dieser Teil, dieser oberflächliche Teil der Cornu ammonis, heißt Alveus. Ne, hier mit 10 gekennzeichnet, Alveus. So, jetzt haben wir die wichtigsten Strukturen. Oh, eins fehlt noch. Gyrus dentatus, ja, wäre der Teil hier, also der gesamte Teil hier wäre der Gyrus dentatus, die Oberfläche Fascia dentata. Dieser gesamte Teil wäre Cornu ammonis. Ich zeige gleich, warum das Ding so heißt. Cornu ammonis, hier Gyrus parahypokampalis, und jetzt haben wir hier eine zwischengeschaltene Station. Eine Station zwischen Cornu ammonis und Gyrus parahypokampalis. Das ist das sogenannte Subiculum. So. Boah, schwierig, viele Begriffe. Ich gehe es jetzt nicht nochmal durch, aber die brauchen wir, die Grundlage der histologischen Begriffe, dass wir uns dann gleich orientieren können. So, wir gehen weiter zur nächsten Abbildung. Hatte ich jetzt schon erwähnt. Ich gehe nochmal zurück. Hier, dieser gesamte Bereich heißt Gyrus dentatus. Dieser gesamte Bereich heißt Cornu ammonis, Ammonshorn. Ja, der ist so eingeschlängelt. Woher kommt es zur Namensgebung? Nun, wir haben hier die Darstellung von Ammon, von Amun Re, ja, als altägyptischer König der Götter, vereinigte der die Eigenschaften des Re, Mins und des Amuns, also war damit Sonnen-, Wind- und Fruchtbarkeitsgott in der altägyptischen Religion. Ja, und der ist eben so dargestellt, ganz ähnlich wie hier, ja, das Ganze. Und deswegen wurde dann dieser Teil des Hippocampus auch Ammonshorn genannt. Und hier sieht man diese Form wieder, diese Schneckenwindungen. Das wären die Ammoniten und auch die gehen dann schlussendlich auf den griechischen König der Götter zurück. Also so ein kurzer Ausflug in die Historie. So, wenn wir jetzt die gesamte Hippocampus-Formation rauspräparieren. Also hier wäre so Pes Hippocampi mit seinen Digitationen. Hier wäre dann so Fimbria, Fornix und Corpora mammillaria. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Wenn wir das so für sich isoliert betrachten, dann sieht es so ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Und deswegen heißt der Hippocampus Hippocampus. So, jetzt haben wir viel kennengelernt.
Wir wissen jetzt also, wie diese einzelnen Strukturen heißen: Gyrus dentatus, cornu ammonis, subiculum gyrus parahippocampalis. Wir wissen, warum cornu ammonis heißt. Und wir wissen auch, warum die gesamte Hippocampus-Formation Hippocampus heißt, weil sie eben so ein bisschen aussieht wie ein Seepferdchen. So, wir haben jetzt die Makroskopie kennengelernt. Wir haben die mikroskopische Betrachtungsweise uns zusammen erarbeitet und haben versucht, die Makroskopie mit der Mikroskopie übereinander zu legen. Und ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen, Ihnen das zu verdeutlichen. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr in Richtung Funktion des Hippocampus bewegen und dann müssen wir uns natürlich mit dem Schaltplan des Hippocampus beschäftigen. So, wir behalten dieses histologische Bild im Auge. Ich möchte zuerst Ihnen kurz erklären, warum der Hippocampus bzw. die Hippocampusformation bei Physiologen, im ganz Speziellen bei Elektrophysiologen, extremst beliebt ist. Lassen Sie mich zurückgehen auf die kortikale Histologie. Da kommt beispielsweise Information an, endet in der Lamina 4, beziehungsweise wird dann über den äußeren Bellagé-Streifen verteilt, mehrere Neurone reagieren und dann passiert irgendwas. Das ist für Elektrophysiologen extrem kompliziert. Warum ist es kompliziert? Ein Elektrophysiologe hat gerne eine ganz klare Eingangsstruktur, wo also Information einem gewissen Gehirnareal zugeleitet wird, und eine ganz klare Ausgangsstruktur, wo die modifizierte Information dann wieder nach draußen gelangt. Also für einen Neurophysiologen ist es toll, wenn er eine Eingangstür hat und eine Ausgangstür, und diese beiden Türen müssen different sein. Und das bietet der Hippocampus. Der Hippocampus bietet relativ klare Eingangsstrukturen, also Fasertrakte, die die Information zur Hippocampusformation rantragen, und auch ganz klare Systeme, wo die Information vom Hippocampus weggetragen wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wo ist die Eingangstür beim Hippocampus und wo ist die Ausgangstür beim Hippocampus? Nun, die Ausgangstür haben wir eigentlich jetzt schon mehrfach kennengelernt. Das wäre hier die Fimbria hippocampi, die dann zum Fornix wird und sich hier an der Oberfläche bildet als Alveus. Also Alveus, Fimbria hippocampi, Fornix ist die Ausgangstür. Da geht es aus dem Hippocampus raus. Wo ist die Eingangstür? Die sehen wir hier, das wäre im histologischen Bild hier, das wäre im Bereich des Gyrus parahippocampalis. Über den Gyrus parahippocampalis wird dem Hippocampus die Information zugeleitet. So, und jetzt hat es der Elektrophysiologe einfach. Der steckt hier in der Eingangstür im Bereich des Gyrus parahippocampalis eine Elektrode rein und stimuliert und leitet an der Ausgangstür im Bereich der Fornix ab. Und kann dann schauen, was beispielsweise verschiedene Medikamente, die er hier applizieren kann, verschiedene Substanzen, einen Einfluss haben auf die Verschaltung innerhalb des Hippocampus. So, was ich Ihnen damit sagen wollte: Im Hippocampus gibt es eine ganz klar getrennte Eingang- und Ausgangsstruktur. Die haben wir jetzt kennengelernt. Noch ganz kurz was zur Eingangsstruktur. Wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Ich hatte gesagt, die kommt vom Gyrus parahippocampalis, also vom entorhinalen Kortex. Das schauen wir uns hier an. Jetzt zuerst mal das Rote, das kommt, und der erste synaptische Kontakt findet jetzt hier statt im Bereich des Gyrus tentatus. Und zwar, wenn wir uns das genauer anschauen, im Bereich der Körnerzellschicht. So, da wird die Information reingetragen und wird dann das erste Mal synaptisch verschalten. Der Fasertrakt, der jetzt den Gyrus parahippocampalis, also den entorhinalen Kortex, mit dem Gyrus dentatus verbindet, dieser hier nennen wir Tractus perforans, perforierender Tractus. So. Da wird die Information verschalten, dann wird diese Information weitergeleitet zum Cornu ammonis, dann wird die Information zurückgeleitet innerhalb des Cornu ammonis und geht dann aus dem Hippocampus raus. Also nochmal: über den Tractus perforans geht es rein zum Gyrus dentatus, Verschaltung. Dann geht es weiter zum Cornu ammonis, Verschaltung. Dann geht es weiter zum anderen Gebiet der Cornu ammonis, Verschaltung, und dann geht es raus. So, wenn wir das jetzt mal zusammenzählen: 1,
zwei, drei sind in diesem Schaltkreis des Hippocampus drei Synapsen beteiligt und deswegen nennt man das auch die tripartite hippocampale Verschaltung. So, jetzt müssen wir da ein paar Faserstrukturen definieren. Wir haben schon definiert, Verbindung vom Gyrus parahippocampalis in die Körnerzellschicht des Gyrus dentatus über Tractus perforans. Verbindung vom Gyrus dentatus zur Cornu-Ammonis-Region als Moosfaser, so heißen die Fasern, Moosfasern. Bitte nicht verwechseln mit den Moosfasern des Kleinhirns, die gibt es ja auch. So, jetzt können wir aber das Cornu-Ammonis in drei Felder unterteilen, das müssen wir hier noch sagen. Der Teil der Cornu-Ammonis-Region, die ganz nah hier am Gyrus dentatus liegt, nennen wir CA3-Region, also Cornu-Ammonis-3-Region, gefolgt von der Cornu-Ammonis-2-Region, gefolgt von der Cornu-Ammonis-1-Region und die geht dann über in das Subiculum. So, das heißt, die Moosfasern verbinden Gyrus dentatus mit der CA3-Region der Cornu-Ammonis. Nächste Namensgebung, Verbindung von CA3-Region zu CA1-Region über sogenannte Schaffer-Kollaterale. Ja? Und da wird es dann verschalten und geht dann über den Alveus, über die Fimbria hippocampi, Pharynx zu den Corpora mammillaria. Ja? Tractus perforans geht es rein, Verschaltung über die Moosfasern geht es zum CA3-Feld, Verschaltung. Über die Schaffer-Kollateralen geht es zum CA1-Feld, Verschaltung und dann geht's raus. Mach kurz, hol Tiefluft, dass Sie auch Tiefluft holen können. So, das war die extrinsische Verschaltung. Extrinsisch deswegen, weil eine Information von außen kommt und dann wieder den Hippocampus verlässt. Das wäre das Rote. Wir haben aber auch noch eine intrinsische, eine zirkulierende Verschaltung. Nun, wozu brauchen wir diese zirkulierende Verschaltung? Nun, wir möchten ja Neurone, das haben wir am Anfang gesagt, repetitiv aktivieren, dass sich Synapsenkontakte stärken. So, und deswegen gibt es dieses, ja, wie ein Mühlrad im Wasser. Schläuft ständig durch und sorgt dafür, dass neuronale Schaltkreise ständig aktiv sind und dadurch sich die synaptische Kontakte verstärken, wenn es denn sinnvoll ist. So, deswegen müssen wir uns natürlich diesen intrinsischen Weg auch anschauen. Der ist jetzt hier in blau dargestellt. Der Beginn ist gleich. Wir kommen vom entorhinalen Kortex, vom Gyrus parahippocampalis über den Tractus perforans in die Körnerschicht des Gyrus dentatus. Von dort geht es über die Moosfasern in die CA3-Region. Jetzt geht es aber zurück in die CA1-Region, von dort zum Subiculum und dann wieder zum entorhinalen Kortex und dann kann sich so kreisende Bewegungen bilden. So, kreisende Bewegungen sind gut für Lernprozesse, aber hier erkauft sich die Natur ein Goodie mit einem Baddie, weil kreisende Bewegungen sind auch Grundlage für unkontrollierte neuronale Aktivität. So, und unkontrollierte neuronale Aktivität kennen wir als klinisches Krankheitsbild Epilepsie. Und in der Tat ist der Hippocampus ein epileptogenes Zentrum. Das heißt, aus dem Bereich der Hippocampus-Formation gehen oft epileptische Anfälle aus. Also Schädigungen im Bereich des Hippocampus sind oft die Genese von epileptischen Anfällen beziehungsweise sind pathologische Grundlage des Krankheitsbilds von Epilepsien. Und wenn man also einen extrinsischen roten Weg und einen intrinsischen blauen Weg kennengelernt. Ja. Kurz das ein bisschen aufzuarbeiten. Ich hatte jetzt mehrfach erwähnt, dass hier sich die Information, die rausgeleitet wird, an der Oberfläche des Hippocampus sammelt als Alveus und dann Fimbriae dem Fornix zugeleitet wird. Das heißt, hier erwarten wir viele myelinisierte Axone hier an der Oberfläche. Das heißt, wir sprechen hier von der weißen Substanz der Hippocampus-Formation. Ja? Alveus und Fimbriae, also Fimbria hippocampi und Alveus, sind weiße Substanzen. Um das zu zeigen, hier eine histologische Abbildung zur Orientierung. Alles, was braun ist,
Das ist Myelin. Hier wäre der Gyrus parahippocampalis, ne, mit seiner weißen Substanz, deswegen braun. Hier wäre die graue Substanz des Gyrus parahippocampalis. So, und wenn wir jetzt hier den Hippocampus anschauen, ja, Gyrus dentatus, Fimbria hippocampi, Cornu ammonis, 3, 2, 1, Subiculum. So, hier an der Oberfläche sehen wir jetzt ganz viel Myelinfaser. Ja, also in der Tat, hier außen befindet sich die weiße Substanz des Hippocampus. Weitere Betrachtungsweise, ich hatte gesagt, Alveus mit den ausführenden Fasern wird zur Fimbria und dann zur Fornix. So, das sehen wir jetzt hier. Ja, hier taucht der Fornix auf als Dach hier des dritten Ventrikels. Hier taucht er auf und hier sieht man jetzt sehr schön, wie der Fasertrakt abbiegt und dann hier zu dem Corpora mammillaria zieht. Ja, also dieser Schaltkreis ausgehend von der Hippocampus-Formation über Fornix zu Corpora mammillaria, den sehen wir hier sehr schön angedeutet. Und dieser Fasertrakt, der jetzt hier runterzieht, um dann zu Corpora mammillaria zu gelangen, dieser Fasertrakt ist jetzt randgebend von dem bereits bekannten Foramen interventriculare monroi, welches die beiden Seitenventrikel dann jeweils auf jeder Seite mit dem dritten Ventrikel verbindet. So, diese Abbildung möchte ich jetzt im Rahmen der Vorlesung gar nicht mehr so im Detail besprechen. Das Physikum bzw. das Mainzer IMPP geht auch noch nicht so sehr im Detail drauf ein, deswegen wir natürlich in unserer Klausur auch nicht. Nur eine Sache möchte ich Ihnen demonstrieren. Ich hatte vorhin gesagt, dass der Hippocampus nicht neokortikal ist, dass die Hippocampus-Formation nicht High-End-Cortex darstellt, sondern archikortikal. Also nicht homotypisch ist, sondern heterotypisch. Das heißt, wir erwarten keinen klassischen sechsschichtigen Aufbau. Und das möchte ich Ihnen hier zeigen im Bereich des Gyrus dentatus. Ja, hier wäre der Gyrus dentatus. Und im Bereich des Gyrus dentatus unterscheiden wir, ich glaube, das habe ich schöner hier. Ja, das habe ich schöner hier. Zur Orientierung Gyrus dentatus, ja. Dann hier Cornu ammonis 3, Cornu ammonis 2, Cornu ammonis 1, Subiculum und entorhinaler Cortex. Der Gyrus dentatus kennt drei Schichten. Das wäre hier als prominentes Zellband das Stratum granulare, dann der Cornu ammonis zugewandt das Stratum multiforme und der Oberfläche zugewandt das Stratum molekulare. Also von der Oberfläche in die Tiefe Stratum molekulare, Stratum granulare und dann Stratum multiforme. Nun, wenn Sie noch einmal kurz schauen im sechsschichtigen Kortex, da finden wir auch ganz oberflächlich das Stratum molekulare. Wir finden auch granuläre Schichten und wir finden auch ganz tief das Stratum multiforme. Aber es gibt eben mehr Schichten und hier kann man das sehr schön zeigen, dass eben die Hippocampus-Formation am Beispiel des Gyrus dentatus keinen sechsschichtigen Aufbau hat, sondern einen dreischichtigen. Ja. Gut, wir gehen nochmal zurück. Da wollte ich ja jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber nur nochmal zur Repetition. Über den Tractus perforans kommt die Information an. Hier im Bereich der Körnerzellschicht entstehen dann die Axone der Moosfasern, gehen die auf die Cornu ammonis 3 Region, über die Schaffer kollateralen wird das Ganze dann in die Cornu ammonis 1 Region geleitet und dann über Alveus und Fimbria hippocampi nach draußen geleitet. Es gibt da dann noch weitere Schichten, Stratum pyramidale, Oriens radiosum, Lacunosum molecolare und Lucidum. Das wäre dann aber jetzt schon etwas für Hippocampus-Spezialisten, möchte ich hier nicht genauer drauf eingehen, nur der Vollständigkeit halber geschuldet. So, schauen wir uns die Verschaltung noch mal ein bisschen im Schaubild an und machen einen Schritt weiter, tun einen Schritt weiter. Nun, wir hatten gesagt, dass hier der entorhinale Kortex, der Gyrus parahippocampalis, die Eingangsstruktur des Hippocampus darstellt.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher bekommt jetzt der Gyrus parahippocampale seine Inputs? Nun, hier sehen wir ein paar Vertreter, temporaler Kortex, Gyrus cinguli, Amygdala, aber im Prinzip direkt oder indirekt bekommt der Gyrus parahippocampalis von sehr, sehr vielen verschiedenen Zentren des Gehirns Input. Das geht dann über den Tractus perforans zum Gyrus dentatus, über die Moosfasern in die CA3-Region, über die Schaffer-Kollateralen in die CA1-Region. Von dort kann es dann über Fornix nach draußen gehen zu den Septumkernen bzw. Corpora mammillaria oder im Sinne der intrinsischen Verschaltung Subiculum und zurück zum entorhinalen Kortex, was dann Ausgangspunkt sein kann von Kreisenerregung. Das heißt, das, was wir uns gerade histologisch angeschaut haben, haben wir jetzt eben nochmal gezeigt im Schaubild. So, das war der sehr anspruchsvolle Teil der Vorlesung. Jetzt versuchen wir das Ganze noch ein bisschen funktional einzubetten. Was ist eigentlich Gedächtnis und wozu brauchen wir das Gedächtnis? Und wozu brauchen wir in verschiedenen Gedächtnisformen den Hippocampus? Nun, streng psychologisch wird das Gedächtnis unterschieden einerseits in einen expliziten, den wir auch deklarativen Anteil nennen können, und in einen impliziten, den wir auch nicht deklarativen Anteil nennen können. Das explizite, das deklarative Gedächtnis, was hier links gezeigt ist, können wir wieder unterteilen in einen episodischen Anteil und in einen semantischen Anteil. Wenn Sie sich also beispielsweise an Ihren letzten Urlaub erinnern, dann ist aktiv das episodische Gedächtnis als Anteil des expliziten bzw. deklarativen Gedächtnisses. Wenn Sie Fakten lernen, beispielsweise die Namen der 12 Hirnnerven, dann ist Ihr semantisches Gedächtnis aktiv. Implizites Gedächtnis, nicht deklaratives, lässt sich auch wieder aufteilen. Das ist zum einen ein prozedurales Gedächtnis. Nun, dieses prozedurale Gedächtnis ist zu Hause im Bereich der motorisch modulierenden Zentren, ne? Cerebellum basalganglien. Aber wenn Sie jonglieren lernen oder Radfahren lernen, dann ist es auch Lernen eben motorisches Lernen, prozedurales Gedächtnis. Das wird Ihnen aber nicht bewusst. Also, wenn Sie sich aufs Fahrrad setzen, dann denken Sie ja nicht bewusst daran, welche Muskeln Sie wann aktivieren müssen, damit ein sauberes motorisches Programm daraus entsteht. Sie sehen also schon diese impliziten Gedächtnisinhalte, das läuft eher so unter der Mattscheibe, also unter dem Wasser, im Unbewussten statt. Was gehört noch dazu? Das perzeptuelle Gedächtnis. Sie müssen nicht jede Banane der Welt gesehen haben, um sie als Banane zu identifizieren. Im Prinzip, wenn Sie einmal eine Banane oder einen Apfel oder eine Ananas gesehen haben, dann erkennen Sie die anderen auch, obwohl Sie diese explizite Banane noch nie gesehen haben. Das ist perzeptuelles Gedächtnis. Dann die klassische Konditionierung, die kennen Sie vom Pavlovschen Hund. Auch das ist eher unterbewusst und automatisch. Und dann noch das Priming, die Burning. Nun, da möchte ich einen kleinen Ausflug machen. Was verstehen wir unter Priming? Wenn Sie nach draußen schauen aus Ihrer Wohnung, wir nehmen an, Sie hätten einen Garten. Und Sie sehen ganz in der Ferne einen braunen Hügel, den Sie aber gar nicht so richtig zuordnen können, was das ist. Und Sie sehen im gleichen Moment einen Maulwurf umherhuschen, dann werden Sie aufgrund des Primings höchstwahrscheinlich denken, diese braune Formation in der Ferne auf Ihrem Garten ist ein Haufen von einem Maulwurf. Gleiche Situation, Sie gucken aus dem gleichen Fenster heraus, Sie sehen den gleichen braunen Haufen von der Ferne, Sie sehen jetzt aber Nachbars Fifi, Nachbars Hund um die Ecke schleichen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser braune Haufen jetzt nicht mehr als Maulwurfshaufen, sondern als Hundehaufen, als Hundekacke interpretiert wird. So, das ist Priming. Aufgrund einer gemachten Lernerfahrung
Hunde kacken und Maulwürfe graben Hügel, assoziieren Sie Sinneseindrücke und ordnen Sie die Sinneseindrücke einem gewissen Lerninhalt zu. Auch das ist unterbewusst. Das ist brandgefährlich für die Mediziner. Als kleines Beispiel, ganz oft werden Sie es damit zu tun haben, dass Sie auf Station arbeiten, bekommen einen neuen Patienten, der über die Notfallaufnahme dann bei Ihnen ist. So, und da steht dann beispielsweise drauf, auf dem Einweisungszettel, Verdacht auf periphere Facialisparese. Ohne dass Sie viel dagegen tun können, werden Sie durch das System des Primings, welches ja implizit, unbewusst abläuft, in Gefahr laufen, dass Sie alle körperlichen Symptome und alle Befunde, die zu dieser peripheren Facialisparese passen, interpretieren. Ja, der hat eine periphere Facialisparese und alles, was nicht dazu passt, ablehnen. Sie müssen sich das immer bewusst machen, dass dieses Priming allgegenwärtig ist, dass Sie Sinneseindrücke assoziieren mit gelernten Inhalten, müssen ganz absichtlich oft dann, vor allem in Ihrer medizinischen Tätigkeit, mal 5 Schritte zurückgehen und sagen, so, jetzt versuche ich, so gut es geht, das alles noch einmal ohne Priming zu beachten. Also Priming wirklich wichtig für Ihre medizinische Tätigkeit, aber auch für das tägliche Leben. Priming ist allgegenwärtig und das Gemeine, das Fiese ist, dass es im Unterbewussten abläuft. So, Frage, wo haben wir jetzt diese, wir haben es kennengelernt, diese verschiedenen Arten von Gedächtnis, explizit und implizit. So, wo ist jetzt welches Lernen, welches Gedächtnis zu Hause? Das haben wir schon gesagt, Radfahren ist beispielsweise hier im Bereich der Basalganglien zu Hause. Hat also überhaupt nichts mit dem limbischen System, überhaupt nichts mit der Hippocampus-Formation zu tun. Ja. So, Entschuldigung. Wo ist aber jetzt hier das explizite, das deklarative Gedächtnis zu Hause? So, und dafür schauen wir uns hier ganz kurz dieses MRT-Bild an. So, wir sehen hier ein MRT-Bild. Koronare Sichtweise von einem Gehirn. Und ich lasse das jetzt mal kurz so stehen. Sie schauen selber, ob Ihnen was auffällt. Ist das alles normal? Ja, der hat oder die hat sehr erweiterte Seitenventrikel. Ja, auch hier im Bereich des Subarachnoidalraums scheinen die Gyri bzw. die Sulci relativ weit. Das weist vielleicht so ein bisschen auf eine Hirnatrophie hin. So, aber dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, da fehlt was. Was fehlt? Nun hier. Ich darf Ihre Aufmerksamkeit lenken auf diese beiden Strukturen. Na, das sind gar keine Strukturen mehr. Das sind nur noch Löcher. Das sind extremst weite Gyri, extremst weite Corni temporalis der Seitenventrikel. Da sollte eigentlich Hippocampus drin stecken. Aber wir können gucken, so gut wir wollen, hier sind die Hippocampi nicht da. Nun, warum sind diese Hippocampi nicht da? Nun, das ist eine Aufnahme von Henri Gustave Molaison. Henri Gustave Molaison, als Patient HM bezeichnet, hat Berühmtheit erlangt. So sah er in jungen Jahren aus, so sah er in älteren Jahren aus. Nun, warum? Als kleiner Bub, als kleiner Junge ist er mal vom Fahrrad gefallen, hatte damals keinen Fahrradhelm auf, das war damals noch nicht so schick, und hatte dann eine Verletzung des Gehirns davon getragen. Und diese Verletzung des Gehirns führte dazu, dass der Patient HM, das Henri Gustave Molaison, epileptische Anfälle bekommen hat. So, und diese epileptischen Anfälle waren irgendwann medikamentös nicht mehr zu therapieren, zu kontrollieren, und ein Chirurg hat sich dann dazu entschlossen, Horst Kovil hat sich dazu entschlossen, dass er ihm beide Hippocampi herausoperiert. So, hat es gemacht, hat also die beiden Hippocampi entfernt, deswegen sind die jetzt hier auch nicht mehr da, und die epileptischen Anfälle waren geheilt. Die waren weg. Ja, habe ich vorhin gesagt, der Hippocampus ist ein epileptogenes Zentrum aufgrund dieser kreisenden Erregungen. Aber was hatte der Patient? Der hatte eine anterograde Amnesie, sagt er. Konnte sich neue Sachen nicht mehr
merken. Die Kindheitserinnerungen waren abrufbar. Also das, was er schon gelernt hat, hat er in der Vergangenheit, das konnte er noch wunderbar abrufen. Der konnte sich an auch seine Jugend erinnern, der konnte sich auch an diesen Fahrradunfall erinnern. Aber wenn er was Neues gelernt hat, dann war das einen Tag später wieder weg. Das klassische Bild einer enterokraten Amnesie. Man hat im Übrigen diese bilaterale Hippocampektomie einmal gemacht und nie mehr. So, was hat sich bei der Untersuchung dieses Patienten von der kanadischen Psychologin von Preda Milner schlussendlich ergeben? Nun, beispielsweise hat sie mit ihm motorische Tests gemacht. Hier ist ein motorischer Test aufgezeichnet. Wir sehen hier einen Probanden, wir sehen hier einen Spiegel und er soll jetzt hier eine Figur, in dem Fall einen Stern, malen. So, das ist extrem kompliziert, weil er darf das, was er malt, nicht direkt sehen, da ist eine Scheibe davor, sondern nur indirekt über den Spiegel. Ist alles jetzt spiegelverkehrt. Und das können Sie auch gerne mal zu Hause probieren. Das ist motorisch extremst herausfordernd, extremst schwierig, dieses motorisch zu lernen. Ich würde mal sagen, beinahe so schwierig wie Jonglieren. So, und die hat es mit ihm regelmäßig gemacht und er wurde natürlich von Mal zu Mal besser, aber jedes Mal, wenn er es neu gemacht hat, also hat es mit ihm Montag gemacht, dann vielleicht am Donnerstag wieder und dann nächste Woche Montag wieder, jedes Mal dachte er macht diesen Test zum ersten Mal. Sie hat mit ihm auch Gitarre spielen gelernt, der konnte irgendwann Gitarre spielen, aber jedes Mal, wenn er angefangen hat, Gitarre zu spielen, war er überrascht, dass er Gitarre spielen kann, weil er konnte sich ja nicht mehr daran erinnern an dieses Episodische, dass er Gitarrenspielen gelernt hat, aber das motorische Programm, welches nicht im Hippocampus zu Hause ist, nicht in der Hippocampus-Formation, das konnte er abrufen. Das ist also Henri Gustave Moleson ist aus zwei Gründen ein ganz herausragendes klinisches Beispiel. Erstens, weil es uns gelehrt hat, dass wir den Hippocampus brauchen für die Übertragung von Kurzzeitgedächtnisinhalten in Langzeitgedächtnisinhalte. Wir sprechen von einer Gedächtniskonsolidierung. Und zum Zweiten, weil dieser Fall gezeigt hat, dass verschiedene Aspekte des Lernens in verschiedenen Gehirnregionen zu Hause sind. So, jetzt habe ich schon ein ganz wichtiges Schlagwort gesagt, die Gedächtniskonsolidierung. Was ist Gedächtniskonsolidierung? Sie kennen das. Ich erzähle Ihnen von unserem ehemaligen Erdkundelehrer am Albeck-Gymnasium Sulz. Der hat uns den Tipp gegeben, damals als Schüler, wenn wir Vokabeln lernen müssen, dass wir uns diese Vokabeln aufschreiben, dass wir die Vokabeln lernen und wir dann das Blatt, auf dem wir die Vokabeln mehrmals schlussendlich aufgeschrieben haben, dass wir dieses Blatt unter unser Kopfkissen legen und dann würde das Wissen aus dem Blatt in unser Gehirn diffundieren. Schmarrn natürlich neuroanatomisch, Schmarrn neurophysiologisch, aber mit einem Teil hatte er recht. Während des Schlafes überführen wir Kurzzeitgedächtnisinhalte ins Langzeitgedächtnis. Sie kennen das vielleicht. Bei mir ist das sehr ausgeprägt. Wenn ich irgendwas auswendig lerne, dann kann ich es am Abend nicht so gut. Wenn ich dann aber einmal drüber schlafe, am nächsten Morgen ist es wirklich auf Abruf sehr gut da. So. Das Übertragen von Gedächtnisinhalten aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis, das nennen wir Konsolidierung und da spielt das limbische System und die Hippocampusformation eine ganz entscheidende Rolle, indem repetitiv neuronale Schaltkreise aktiviert werden. Und da müssen Sie den Begriff PAPES-Neuronenkreis kennenlernen. So, diesen PAPES-Neuronenkreis, den schauen wir uns jetzt zum Abschluss nochmal an. Hier einmal grafisch. Er beginnt im Bereich des Hippocampus, geht dann über Fornix zu den Corpora Mammillaria. Von den Corpora Mammillaria geht es über ein sogenanntes Visc d'Azur-Bündel zu den
Nuclei anterioris, also den vorderen Kernen des Thalamus. Von den Nuclei anterioris des Thalamus geht es dann zum Gyrus cinguli und von dort über den Gyrus parahippocampalis zurück zur Hippocampusformation. Ja? Das nennen wir Papes-Neuronenkreis und die repetitive Aktivierung dieses Papes-Neuronenkreises ist elementar wichtig nach heutigem Verständnis für die Gedächtniskonsolidierung. Und wenn ich irgendwelche Schaltstellen bzw. irgendwelche Schritte im Bereich dieses Papes-Neuronenkreises schädige, beispielsweise durch eine Herausnahme der beiden Hippocampi, dann haben wir eine anterograde Amnesie. Nun lassen Sie mich ein paar Dinge noch hier ein bisschen genauer zeigen. Ich hatte gesagt, dass eine Station dieses Papes-Neuronenkreises die vorderen Kerne des Thalamus sind. Hier. So. Wir hatten den Thalamus unterteilt in Kerngebiete, die wir als unspezifisch bezeichnen, die also unspezifisch mit verschiedenen kortikalen Zentren reziprok interagieren. Und wir hatten Kerne gelernt, die wir als spezifische Thalamuskerne bezeichnen. Beispielsweise das Corpus geniculatum laterale interagiert mit der Sehrinde. Corpus geniculatum mediale mit der Hörrinde. Der Nucleus ventralis posterolateralis und posteromedialis sind die spezifischen Thalamuskerne der somatosensiblen Ringe. Der Nucleus ventralis anterolateralis sind die spezifischen Thalamuskerne der motorischen Rinde. Und die anteren Kerne hat man damals als spezifische Thalamuskerne genannt fürs limbische System. So, und jetzt haben wir es eingebettet. Jetzt haben wir es eingebettet hier in diesen Papes-Neuronenkreis. Hier ziehen von den Corpora mammillaria über das Vis d'Azur Bündel Verbindungen zu den spezifischen Thalamuskernen, die ganz spezifisch dann mit dem Gyrus cinguli interagieren, also mit dem Element des limbischen Systems. So, also, dann haben Sie das jetzt auch kennengelernt, können Sie auch einen Haken dahinter machen, haben Sie dann auch verstanden. Nun, ich hatte gesagt, dass Sie, wenn Sie eine Struktur zerstören im Bereich dieses Papes-Neuronenkreises, Sie dann unter einer Störung der Gedächtniskonsolidierung leiden. Wir haben das als Beispiel im Hippocampus kennengelernt. Das funktioniert aber auch, wenn Sie zu viel Alkohol trinken. Dann kann es zum Ernährungsmangel kommen, also Mangel von Vitamin B1 bzw. Thiamin. Haben Sie auch unter Umständen nicht nur bei Alkoholsucht, sondern bei Magenproblemen oder beim Fasten. Und es gibt Neurone, die sehr auf dieses Vitamin B1 angewiesen sind, und zwar Neurone im Bereich der Corpora mammillaria. Die sind ja auch Station des Papes-Neuronenkreises. So, und wenn wir aufgrund eines Vitamin B1-Mangels, aufgrund eines Thiamin-Mangels, dann eine Degeneration dieser Corpora mammillaria-Neurone haben, sprechen wir vom sogenannten Korsakow-Syndrom. Und auch das Korsakow-Syndrom hat als eine klinische Komponente eine anterograde Amnesie. Take-home-Messages, Lernen und Gedächtnis sind in mehreren Gehirnregionen repräsentiert. Und der Hippocampus ist wichtig für das explizite, für das deklarative Gedächtnis, und zwar vor allem für die Generierung, die nachhaltige Generierung von neuen Wissensinhalten. Letzte Folie. Der grobe Schaltplan ist Information zum Gyrus parahippocampalis. Von dort geht es dann in den Hippocampus. Interne Schleife reaktiviert diese Neurone, verfestigt das Wissen. Oder über eine externe Schleife, den Papes-Neuronenkreis, wird das Wissen verfestigt. Was hat das für Sie für eine Relevanz? Nun, es muss Ihr Ziel sein beim Lernen, dass Sie den Gyrus parahippocampalis maximal aktivieren. Deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man Prüfungen hat, weil ein bisschen haben Sie dadurch Druck, ein bisschen haben Sie Angst. Das heißt, die Amygdala wird aktiviert und fördert Lernprozesse. Das weiß man aus Tierexperimenten sehr gut. Tiere ohne Angst lernen schlechter. So, es gibt aber natürlich
eine gute und eine schlechte Angst. Sie dürfen sich durch die Angst nicht blockieren lassen. Aber so dieser seichte Druck durch Prüfungen ist lernfördernd, neurobiologisch. Sie sollten auch versuchen, dass Sie mehrere Sinneseindrücke aktivieren beim Lernen. Lernen Sie nicht nur mit Text, lernen Sie auch beispielsweise mit Bildern. Rechts der Atlas, links das Buch. Dadurch bekommen Sie eine größere Aktivierung des Gyrus parahippocampalis und haben einen größeren Lernerfolg. Nun, Sie können sich auch Podcasts manchmal anhören und dadurch die Hörende aktivieren. Oder bei manchen funktioniert es gut, wenn Sie eine gewisse Musik abspielen, dass dadurch dann Lernprozesse gesteigert werden. Manche finden sich durch Musik eher gestört, manche lernen mit Musik viel, viel besser. Was gut ist, weil dadurch noch mehr Aktivität im Gyrus parahippocampalis herrscht. Und dann hier als letztes Wort für die Vorlesung: Das Lernen muss Spaß machen. Ja, ich war als Student und bin es heute noch, war immer wieder sehr interessiert und fasziniert und habe mich gefreut, neue Sachen zu lernen. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Seite aus dem Buch angeschaut habe, habe ich was Neues gelernt. Und es hat Spaß gemacht. Herrgott, es hat Spaß gemacht, die Anatomie zu lernen. Es hat Spaß gemacht, die Physiologie zu lernen, die Biochemie zu lernen. Und Spaß aktiviert schlussendlich dopaminerge Systeme im Bereich der Septumregion und des Nucleus accumbens. Und auch dort bestehen dann Verbindungen zum Gyrus parahippocampalis. Und dadurch, wenn Sie Spaß haben, lernen Sie besser. So, ich hoffe, ich konnte eine Grundlage legen für das limbische System. Ich hoffe, ich konnte eine Grundlage legen für Lernprozesse, für Hippocampus. Ich gehe mal kurz rüber und schaue mir das noch an. Ist es möglich, dass aufgrund der neurologischen Plastizität sich der Hippocampus bei ihm neu bildet? Eine sehr, sehr gute Frage, Herr oder Frau Harni. Vielleicht kann ich darauf jetzt noch so 2 Minuten eingehen. Es ist eine lange Diskussion in der wissenschaftlichen Welt. Ist das Gehirn dazu in der Lage, neue Nervenzellen zu bilden? Und die momentane Meinung ist nein. Es wird diskutiert in der Literatur, ob in ganz speziellen Zentren des Gehirns, beispielsweise im Bulbus olfactorius oder aber im Bereich des Hippocampus, der periventrikulären Zonen, neue Nervenzellen entstehen können. Und eine Nature-Studie vor 1,5, 2 Jahren ist zu der Auffassung gelangt, dass dem nicht der Fall ist. Es gibt aber auch genügend Befunde, die darauf hinweisen, dass es geht. Unbestritten ist, dass es bei Tieren geht, also bei Mäusen, Ratten. Die können funktionell neue Neurone bilden und die integrieren sich dann auch in neuronale Netzwerke. Bei Menschen muss man nach heutigem Kenntnisstand sagen, ist es, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt möglich. Insofern Ihre Frage: Nein, der Hippocampus kann sich in seiner gesamten Masse nicht mehr erholen. Gustave Molazo hat zeitlebens an dieser enterokraten Amnesie gelitten. Müssen diese Eindrücke parallel aktiviert werden oder kann man sie auch hintereinander einbringen, um den Parahippocampus zu verstärken? Herr oder Frau Back, aus lernpsychologischer Sicht würde ich sagen, haben Sie den Atlas, also das Bild und den Text nebeneinander. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Sie es nacheinander aktivieren. Es gibt im Prinzip auch Studien, dass wenn Sie was lernen und dann joggen, also Sport treiben, dass das auch hilft, den Lernprozess zu steigern. Alkohol trinken ist ganz furchtbar, weil das die Aktivität von diesem Papis-Neuronenkreis schwächt. Das heißt, wenn Sie abends was lernen und dann noch 2 Gläser Wein trinken, sinkt Ihr Lernerfolg. Das ist ganz klar und gut untersucht. Herr Herlitz sagt, so geht es ihm auch. Er meint, dass man mit verschiedenen Sinneseindrücken besser lernt. Ja, so, 9:35 Uhr. Wir haben gleich eine nächste Besprechung. Deswegen, das war es jetzt mit den Online-Vorlesungen bei YouTube vorerst. Ich hoffe ja sehr, dass wir im nächsten Wintersemester dann wieder normale Vorlesungen halten können. Ja, für all diejenigen in Rostock, ich hoffe, dass es Ihnen was gebracht hat, sich auf die Klausur vorzubereiten. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bitte haben Sie Respekt vor der Prüfung, aber keine Angst vor der Prüfung. Es reicht, wenn Sie über die Amygdala den Gyrus parahippocampalis ein bisschen aktivieren. Bitte nicht überaktivieren. Alles wird gut. Diese
Prüfung ist für Sie ja auch eine Leistungskontrolle, wie gut haben Sie sich auf die Thematik vorbereitet. Für all diejenigen, die außerhalb von Rostock zugeschaltet waren, danke für die Treue. Danke auch an die Rostocker Studenten, dass wir jetzt immer noch 164 sind. Das ist mehr, als was ich erwartet habe. Ich dachte so, wir haben vielleicht noch 20, 30, 40 Leute, weil sie sich ja das alles im Video anschauen können. Warum sollen sie da früh um 8 aufstehen? Das hat super funktioniert. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Semester. Der Prep-Kurs wird noch besser, wird noch geiler. Ich verspreche es Ihnen. Das soll es gewesen sein aus Rostock. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und unseren Studierenden sehr, sehr viel Erfolg bei der Klausur. Auf Wiedersehen.